Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von immer. Ach du Scheiße, immer am Limit. Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Days Gone freut mich auf jeden Fall, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Ja, ihr seht schon, was hier los ist. Eine Horde voller Zombies, die mich nicht... Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wir müssen türmen, wir müssen türmen. Verdammt, du musst hier doch irgendwo sein. Alles verwenden. Oh mein Gott, Lisa lebt hier auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Hier sind zu viele Horden unterwegs.
Wo lebt Lisa? Wie zur Hölle komme ich da rein? Durch die Tür? Oh, nicht wirklich. Oh, fuck. Gibt's nicht, Alter. Okay. Okay, hier kann aber nur... Ah, okay, ich sehe was. Hier durch, ja. Ja, das geht. Hier drin. Oh mein Gott, ey. Was draus machen? Lass mal aufpassen. Nicht, dass Lisa uns jetzt eine hier von vom Kopf haut. Tür zu, genau. Boah. Draußen wimmelt's vor Freakern. Okay. Lisa, alles klar? Wo bist du, Baby? Oh, ist das Lisas Handschrift? Ich will vergessen. Oh, sie ist nicht mal da. Ist dir etwas, das ich schreiben würde? Okay, was stand denn da drin? Kann man das gar nicht lesen? Ich verstehe das nicht. Oh, und jetzt kommen noch Motorradfahrer hier oder so. Geht gut ab, würde ich sagen. Okay, die sorgt. Nein, nicht da wieder lang. Okay, da draußen wimmelt's wirklich vor Freakern. Oh mein Gott, wo gehe ich denn raus am besten? Ich muss auf jeden Fall schirmen. Auf jeden Fall zurück zum Bike. Da ist die Horde. Ich würde hier gerne hoch, mein Freund. Nicht bei der Horde lang. Oh mein Gott. Also die Horde, die war jetzt richtig krank. Richtig krank. Okay, was haben wir hier drüben noch?
Oh fuck, 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 fuck. Und schon sitze wieder, meine Herren. Fuck, wo ist mein Bike? Wo ist mein Bike? Und schnell verschwindibus hier. Na kommt doch, hey. Immer große Fresse, ne? Oh, heftig. Auf jeden Fall richtig heftig. So, Lisa haben wir nicht gefunden. Es war ihr wahrscheinlich dort auch zu unsicher. Aber irgendwo muss sie ja sein. Es ist schon wieder dunkel draußen. Sprich, die Freaker sind unterwegs. Und wir sollten langsam mal unser Bike tanken. Ihr seht, ich bin schon wieder kurz vor knapp. Und hier in diesem Freaker-Bereich habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Aber hier sind wir ja schon wieder in unserem Camp angekommen. Und da sollten wir ja... Ah, ach Gott. Und da sollten wir auf jeden Fall jetzt hier irgendwie Sprit bekommen. Hoffe ich. Wir sollten uns auch mal wieder in den anderen Camps mal vorbeischauen, ob es da wieder Arbeit für uns gibt. Ah, die Karte, ey, das ist echt. So, warte mal hier nochmal lang. Gibt's noch Mechaniker, oder? Ricky. Ach nee, ist ja kein Mechaniker. Hier ist aber, da drin ist der Mechaniker, ja. Hier sollten wir auf jeden Fall mal auftanken, die ganze Geschichte. Ich kann dein Bike auftanken, ist sicher nötig. Shit, du brauchst echt viel Benzin. So ist es. Das Bike hat's echt erwischt. So, mal gucken, Leistung, was können wir denn... Oh, jetzt mittlerweile könnten wir uns... Nein, wir können hier auch nicht den Motor kaufen. Gibt's ja nicht. Ich dachte eigentlich, dass wir hier den Motor kaufen können. Hier können wir zurzeit noch gar nichts kaufen. Oder? Federung? Nö, Lachgas ist nicht. Reifen gehen auch nicht. Schade. Nö. Lackierung. Hat irgendwie was, ne? Aber kann ich nicht kaufen. Individuell. Ah ja. Hey. Ah. Bist du noch da, Kumpel? Auch geil, ne? Richtig cool. Jetzt auf jeden Fall. Okay. So, das haben wir. Wo müssen wir hin? Bike lasse ich mal hier stehen. Und wir müssen hier zu Eddie. Ich habe vorher verstanden, dass sie Andy heißt. Aber die heißt ja Eddie. Ich wollte mal sehen, was der Faulpelzer treibt. Wie geht's, Boozman? Ist dir nicht langsam langweilig? Mann, Boozer. Hey, du darfst hier nicht rein, Deacon. Hey, was ist hier los? Wie geht's ihm? Er braucht Ruhe. Verarsch mich nicht, Eddie. Ich will wissen, wie es ihm geht. Mir geht's gut. Nicht gut. Mann, ist das kalt. Aber ich habe das Antibiotikum nicht besser. Genug. Das reicht nicht. Moment mal, du sagtest, ich wenn ich... sagte, wir versuchen es. Jetzt können wir nur warten. Okay. In Ordnung. Nein, Dick. Es muss noch irgendetwas Dick. Geben, das Dick. Ich tun kann. Ich könnte... Stopp! Was? Du willst was kaputt hauen, ich sehe es in deinen Scheiße. Augen. Aber weißt du was? Mach das ruhig. Aber da draußen... Eddie, ich kann... Dick, mehr kannst du hier wirklich nicht tun.
Bitte, geh nach Hause. Du schaffst das. Geh nach Hause, Deacon. Dick. Nein, Freunde. Soll das heißen? Er wird sterben? Schafft er es? Ja, Schizo, er wird wieder. Er braucht nur ein paar Tage. Komm mit mir zu Lodge. Ich will dir was zeigen. Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Das willst du garantiert sehen. Hör mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Dass er in Fairwell am Flughafen gearbeitet hat. Beim Bodenpersonal, als alles losging. Eines Abends haben sie ein Flugzeug aus Portland erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz? Ja, kapierst du? Medikamente, Ärzte-Scheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Vielleicht auch diese Anti... was auch immer. Antibiotika. Ja, genau sowas. Genau sowas. Wo? Hey, nicht so laut. Lass uns drinnen reden. Das hoffe ich doch, dass wir was finden. Dieser Drifter, er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff, gerade noch da, plötzlich weg. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das hat er gesagt. War fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Er hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein. Wieso nicht? Weil der alte Mann nicht wollte. Iron Mike war... Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Shit. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Iron Mikes Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja, schon klar, verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißdreck erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein Scheißdrifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Skizzo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Hey. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Skizzo. Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Okay. Okay, Freunde, das heißt, wir können noch irgendwie an Arznei rankommen, aber es wird nicht leicht. Es wird auf keinen Fall leicht. Aber wir müssen alles tun, damit es unserem Boosman wieder gut geht. Damit er wieder schnell auf dich können wir immer zählen. Auf die Beine kommt. Oh, Scheiße, und jetzt? Alles ist besser, als in diesem Drecksloch rumzuhängen. So, wir können hier noch ganz kurz ein paar Punkte machen, indem wir hier die Nahrung, die wir vorhin geholt haben, die hier abgeben. Das war hier, glaube ich, am Wasser. Hier die Küche. Hallo? Wie muss ich es denn abgeben? Hallo? Abliefern? Ja, wem gebe ich es dann? Vorsicht! Ah, hier. Ach ja, Wald vor Bäumen und so. Mehr habe ich nicht. Gibt's dafür auch Punkte? Ey, ich habe nichts bekommen? Was ist das denn für ein Drecksladen hier? Mache und tue und dann krieg nichts mal was dafür. Also, mal ganz ehrlich. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ach, besser kann es doch nicht sein.
So, wir gehen hier kurz zum Händler und holen uns noch ein bisschen Money. Hey, ich habe eine Frage. Du kamst doch gestern Abend her mit Ricky und, wer war der Typ? Boozer oder auch William oder Bill. Ich nenne ihn schon immer Boozer. Frag nicht warum. Hatte ich? Ich meine, ist der okay? Ich war kurz da, um Eddie zu sehen. Er sah nicht gut aus. Ja, er wird schon wieder. Sobald er versorgt ist, fahren wir nach Norden. Verstanden? Also lass es gut sein, okay? Oh, da macht sich aber eine Gedanken um Boozman. Aber das machen wir auch. Also wenn ich jetzt hier auch nichts kriege, dann weiß ich ja auch nicht. Was geht? Das war's. Ich krieg nichts hier in dem Saustall. Das gibt's doch nicht. Ah, verdammt. Halt, wartet mal. Ich glaube, ich muss mein Bike nochmal reparieren, oder? Gut, wir schauen mal, wo wir hin müssen. Ihr seht diese krass infizierten Gebiete hier. Also hier richtig heftig, auf jeden Fall. Hier unten wird es auch nicht gerade ein Zuckerschlecken sein. Ja, wo müssen wir hin? Wir haben jetzt gar keine Mission angenommen. Demnach würde ich vorschlagen... Was ist das hier? Interesse an einem Ripper Camp. Copeland's Camp. Wir haben jetzt hier gar keine Mission, die wir haben, oder? Guck gerade mal, ob ich hier noch irgendeine Story, Inventar-Story, ob wir hier irgendwas annehmen können. So, hier können wir erstmal nichts machen. Das ist ja der Fortschritt. Aktiv hier. In Stücke gerissen. Für die Fahrtrüsten. Hier gibt es 3 infizierte Sachen, die wir hier zerstören könnten. Das Ende der Welt. Das wäre noch eine Option, dass wir jetzt hier diese Kontrollstation... Die wäre dort oben. Das heißt, ich könnte bis hierhin schnell reisen und fahre dann das Stück da hoch. Ja, das machen wir doch. Schnellreise dorthin. Wir müssen wahrscheinlich jetzt warten, bis so ein bisschen Zeit vergangen ist, sodass uns wieder Leute kontaktieren, die uns dann wieder eine Mission geben. Wie zum Beispiel das jetzt mit der Arznei. Wo wir gerade erfahren haben. Naja. Lassen uns einfach überraschen und derzeit machen wir einfach ein paar Nebenaufgaben, überhaupt gar kein Problem. Aber so wie ich mich kenne, wir sind jetzt gleich wieder auf dem Weg. 37% nur noch Sprit bis hierher. Dann sollten wir nochmal kurz nachtanken. Hey St. John, hörst du mich? So, da ja, antwortet er schon. Ich höre dich. Diese Sache, über die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Butte überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Nein, Skizzle. Keine Ahnung, was du meinst. Warum erklärst du es mir nicht? Netter Versuch, Schlaumeier. Vergiss nicht, ich halte hier auch meinen Kopf hin. Ich will das nicht bereuen. Also gut, ich melde mich später. Und mach dich in der Zwischenzeit im Camp nützlich. Zeig, dass Iron Mike mal recht hatte. Ja, klar, was immer du sagst. Was immer du sagst. Ja, St. John, Ende. Ja klar, nützlich habe ich mir gemacht, aber wir kriegen gar keine Erfahrungspunkte dafür. Entweder ein Bug oder ist so gewollt. Ich weiß es nicht. So, wir müssen hier runter. Da können wir natürlich hier abkürzen. Hoffe ich. Ah! Oh, das war knapp. So, wir gehen jetzt hier zum Neo Control Center. Sieht es immer heftig aus, finde ich. Und hier unten müsste ja, glaube ich, auch gleich so eine... Ah, da sind auch wieder so ewig viele... Okay, wir müssen es aber wagen, Freunde. Wir müssen es wagen. Okay. Viel Munition habe ich jetzt nicht.
Oh, was gibt's denn hier? Wächst das immer wieder nach? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Stelle die Stromversorgung wieder her. Wenn jetzt hier so viel los ist, dann wird das echt schwierig. Ein schwieriges Unterfangen hier. Oh Gott, wie soll ich da hinkommen, wenn dann hier so viele Horden sind? Wie soll ich da nur reinkommen? Strom. Scheiße. Ja, wir müssen den Generator wieder zünden. Wer sucht, der findet, sag ich immer. Natürlich auch clever gemacht hier, ne? Okay, wir brauchen auf jeden Fall Benzin, Freunde. Benzin. Und wir müssen zusehen, dass wir den Generator finden. Also hier gibt es Benzin, ja, aber wo ist der Generator? Wenn der dort im Zug ist, wäre das echt mies. Wäre das echt mies. Erstmal schauen, wo sich der Generator befindet. Okay, Action beginnt. Und die Horde kommt. Scheiße! Jetzt hab ich dich. Scheiße! Scheiße! Ich konnte nichts machen, Freunde. Ich konnte nichts machen. Verdammt! Oh nein, und dann sind wir wieder hier. Verdammte Axt. Oh oh, ich sollte mal tanken. Das ist natürlich echt Mist. Das ist aber wirklich blöd gemacht. Dass wir praktisch genau wieder hier beginnen. Gutes Timing. Müssen wir den ganzen Weg wieder zurückfahren. Echt dumm, echt dumm. Okay, fahren wir da nochmal hin. Wir probieren es auf jeden Fall, diese Station einzunehmen. Ich habe bisher leider noch nicht den Generator gefunden. Der ist bestimmt in dem Zug drin. Also sprich, muss ich die Zombies da weglocken, um dann an den Generator zu kommen. Aber wir brauchen vorher natürlich noch irgendwie Treibstoff. Treibstoff, damit wir den... Ach, dumm. Damit wir den Generator irgendwie in Betrieb setzen können. Ja. Irgendeine Möglichkeit wird es auf jeden Fall geben. Die finden wir auf jeden Fall raus. Und wie wir das Ganze machen, Freunde, erfahrt ihr auf jeden Fall dann in der nächsten Folge, ganz klar. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung und einen Däumchen sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Immer schön lecker bleiben und tschüssing!